war allerhand los am letzten Wochenende hier im Hotel am Galgenberg. Es wurde nämlich zünftig gefeiert. Wir haben uns für Sie mal ein bisschen umgesehen. Als Gesprächspartner haben wir heute den Vorsitzenden des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft. Außerdem haben wir für Sie in dieser Ostthüringen-Schau Folgendes vorbereitet. Ehrenamt im Aufwind beim DRK in Zeulenroda. Stefan Horvath in Gera, ein Wanderer für den Frieden. Sehen Sie eine neue Ausgabe von Arbeitsmarkt Ostthüringen und der Bundeskanzler in Jena, hoher Besuch zum Jubiläum. Ich habe jetzt neben mir sitzen Herrn Theil. Herr Theil ist Vorstand der Gera Baugenossenschaft. Herr Theil, welchen Bestand hat denn jetzt zurzeit die Gera Baugenossenschaft? Wir haben in unserem genossenschaftlichen Eigentum 129 Häuser mit 841 Wohnungen. Das ist altschuldenfreie Altbausubstanz und die haben wir in den unterschiedlichsten Standorten von Gera in 5 großen Wohnanlagen. Das ist hier oben Straße des Bergmanns, Galgenberg, Uhlstraße, am Sommerbad, Gagarinstraße und Grüner Weg. Wissen Sie, von wann das älteste Haus in Ihrem Bestand ist? Das älteste Haus ist in der Kurt-Kaiser-Straße, Herderstraße. Das ist zwischen 1911 und 1913 gebaut durch die damaligen Arbeiter der Bayern. Hat denn die Gera Baugenossenschaft nur Wohnraum in Ihrem Angebot? Nein, wir haben auch noch andere Geschäftsfelder, wie das Beteiligungsverhältnis an einer ortsansässigen Elektrofirma und darüber hinaus natürlich das Angebot unseres Servicebereiches Hotel am Galgenberg. Guter Service in allen Stadtteilen, ob für 30 oder 100 Quadratmeter, ob Eigentumswohnung oder Maisonette, ob mit Garten oder Haushälfte oder Ihre Wohnung nach Ihren Wünschen. Bei uns wohnen Sie richtig. Unsere aktuellen Angebote finden Sie im Videotext ab Tafel 481. Besuchen Sie uns zu den Sommeraktionswochen. Ab sofort im Autohaus Gera Nord, Siemensstraße 47 in Gera. Sowie im Internet unter www.audivgera.de. Na, hat's gefunkt? Sommerzeit ist Erdbeerzeit, am liebsten selbst gepflückt. Bei Erdbeerfunk, täglich von 8 bis 18 Uhr in Gera-Naulitz und Reichenbach im Vogtland. Gerade in einer Zeit, wo Kosten und Kostensenkung eine immer größere Rolle spielen, gewinnt das Ehrenamt, insbesondere in gemeinnützigen Organisationen, zunehmend an Bedeutung. Thomas Stöcker zeigt Ihnen einige Beispiele. Durch die UNO wurde das Jahr 2001 zum internationalen Jahr der Freiwilligen ausgerufen, was so viel bedeutet, wie dass das Ehrenamt eine ihm gebührende Beachtung sogar auf internationaler Ebene erfährt. Für einige Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes Landkreis Greiz in Zeulenroda war dies Grund genug, um die in die Versenkung geratene ehrenamtliche Tätigkeit im DRK wieder anzukurbeln. Also für uns ist wichtig, die ehrenamtlichen Mitglieder, die früher bei uns aktiv waren, wieder zu mobilisieren. Also das heißt, sie aus ihrem Winterschlaf doch ein bisschen zu erwecken. Und da eben vieles auch, in der letzten Zeit schiefgelaufen ist oder durch die ganze Wende und sowas kaputt gegangen ist, dass das jetzt wieder im Aufbau begriffen ist. Zeulenroda zählte einst zu den Zentren des DRK mit vielen Ehrenamtlichen, ganz gleich ob im Wasserrettungsdienst oder im Sanitätsdienst. Dass man nun wieder an diese alten Zeiten anknüpfen will, gebührt schon Anerkennung. Ein Neubeginn bringt aber nicht nur Arbeit und Ausbildung, sondern auch Probleme mit sich. Ja, wichtige Probleme sind alleine schon mal das Finanzielle. Denn heute ist es nicht mehr so, dass vieles gemacht wird, ohne dass jemand zur Kasse
bittet oder was, sagen wir mal, ehrenamtlich macht, ohne dass irgendwas dabei rausspringt. Ich meine, das Leben hat sich so geändert, dass doch die Finanzen heutzutage eine große Rolle spielen. Und man muss auch sagen, wie heute das Berufsleben so aussieht. Ich meine, es hat jeder mit sich selber zu tun. Man muss sehen, dass er im Berufsleben zurechtkommt und doch da auch kein Verständnis ist für ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist leider so. Und man muss wirklich so sagen, die jetzt in Ehrenamt begleiten, dass die vieles aufopfern müssen und dann auch wirklich, sagen wir mal, mit Lust und Liebe dabei sind. Und das ist eben zurzeit so ein kleines Handicap. Neben Begeisterung und Engagement der Mitglieder schwingt auch immer die Hoffnung mit, dass das Ehrenamt, welches oft nur müde belächelt wird, mehr Beachtung findet. Denn so wie in Deutschland ist es nicht überall. Ja, am letzten Wochenende waren wir in Italien zu einem internationalen Wettbewerb. Da waren alles ehrenamtliche Helfer dort aus vielen Ländern. Auch Amerika war mit vertreten, Ungarn, Finnland und verschiedene andere Länder noch mit. Und wir hatten die Gelegenheit, über vieles uns zu unterhalten, unter anderem eben auch, wie das in den anderen Ländern läuft, über die ehrenamtliche Lage, wie das ist, das Finanzielle und wie die Ausbildung läuft. Und in anderen Ländern ist es also so, dass die sehr unterstützt werden, finanziell und also überhaupt. Und in Deutschland ist es so, dass es eben doch manchmal, naja, ich sag mal, zu wünschen übrig lässt. Mit monatlich 4 Stunden Ausbildung, aufgeteilt auf die 3 Ausbilder, backt man in Zollnroda im Vergleich zu anderem verhältnismäßig kleine Brötchen. Was nicht weiter schlimm ist, denn aller Anfang ist schwer und das wissen auch die Initiatoren. Die Qualität der Arbeit leidet darunter keineswegs. Was das Ziel anbetrifft, so hat man aber in Zollnroda dennoch klare Vorstellungen. Also das Ziel liegt erst einmal in der nächsten Zukunft daran, dass wir die Leute, die jetzt ein Herz schon fürs Rote Kreuz hatten oder haben noch und das ein bisschen im Verschlummern noch ist, dass es wieder erweckt wird, dass die erstmal mobilisiert werden. Und dann hoffen wir doch, dass es über die Kontakte mit der Bevölkerung und sowas doch mehr Interesse gezeigt wird, auch schon vom Schülerbereich her. Und dass wir daraufhin, wie auch in den alten Bundesländern, wo das langsam gewachsen ist, auch so ein Vereinsleben langsam aufbauen können. Und wie gesagt, das große Ziel wäre dann vielleicht mal wieder einen Ortsverband Zollnroda zu gründen. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Bleibt zu hoffen, dass die Zollnroda gut aus den Startlöchern kommen und noch möglichst viele ehrenamtliche Mitglieder für eine lohnenswerte Sache finden, damit das Ehrenamt mit seiner langen erfolgreichen Geschichte im Deutschen Roten Kreuz nicht nur Erinnerung bleibt. Herr Nareike, Sie sind Vorsitzender des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft. Welche Funktion hat denn dieser Verband? Er ist Interessenwahrer, wenn man so will, für über 230 Unternehmen, die in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Thüringen zu Hause sind. Man kann es auch anders sagen, in unseren Unternehmen wohnen fast 1 Million Menschen und das ist eine wichtige Aufgabe auch gegenüber der Politikvertretung. Man könnte also sagen, das ist sind Lobbyisten. Ja, auf jeden Fall, aber Lobbyismus muss ja nicht automatisch was Negatives sein. Und gerade das Thema Wohnen ist ja ein Thema, das alle Menschen angeht. Und wir haben in den letzten 10, 11 Jahren viel getan, damit Thüringen attraktiver wird. Und so gesehen macht Lobbyismus Spaß. Und in Thüringen oder eigentlich im ganzen ostdeutschen Bereich gibt es ja sicherlich eine ganze Menge Handlungsbedarf. Ich denke nur an die Lage auf dem Wohnungsmarkt, die ganzen Leerstände. Was tut sich denn da so aus Ihrer Sicht? Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Ja, wir haben eine völlig veränderte Situation. Denken Sie bitte noch an 1990. Hier ging es zunächst darum, Nachholbedürfnisse der Bürger hinsichtlich guten und sicheren Wohnens zu erzielen. Die Wohnungen mussten saniert werden. Das ist auch heute noch der Fall, wenigstens für einen Teil der Wohnungen. Wir haben aber seit 1998 das Phänomen des Leerstandes zu verzeichnen. Und das ist eine Situation, die an die Substanz der Unternehmen geht, die aber auch wichtig ist für den Wirtschafts- und Wohnstandort Thüringen. Und lassen Sie mich die Zahl sagen, wir haben in Thüringen über 100.000 leerstehende Wohnungen. Das sind über 10% des Wohnungsbestandes und das ist schon dramatisch. Ja, es geht ja so weit, dass der Abriss dieser Wohnungen gefordert wird. In welcher Größenordnung muss man sich denn die Verluste vorstellen, die den Wohnungsgenossenschaften durch die Leerstände entstehen? Per anno sind es alleine im Jahr 2000 220 Millionen, die den Thüringer Wohnungsunternehmen verloren gehen durch den Leerstand. Und wenn Sie das mal hinsichtlich gerade der notwendigen Beschäftigung im Baugewerbe sehen, dann sind das etwa 600 bis 700 Millionen, die Arbeitsplätze schaffen könnten. Und die gehen der Wohnungswirtschaft, aber auch dem Bauwesen verloren. Und es gibt im Moment Ideen, wie man diesen Problemen entgegensteuern kann. Jetzt hat sich ja gerade in jüngster Zeit auf Bundesebene was getan in Richtung Stadtsanierung, Städtebau, Städteneubau. Wie wirkt sich das auf Ihre Genossenschaft oder Genossenschaften und auf Ihren Verband aus? Also wir hoffen, dass in die Verlautbarungen, die in der Tat sehr neu sind,
Gestern hat der Bundeskanzler verkündet, dass für den Stadtumbau 900 Millionen D-Mark für 3 Jahre zur Verfügung gestellt werden. Die Länder müssen die gleiche Summe noch mal drauflegen. Das heißt, es stehen also für den Stadtumbau 1,8 Milliarden D-Mark zur Verfügung. Das ist der richtige Weg. Das wird nicht alle Probleme lösen. Wir reden über einen Stadtumbau, der mindestens 10 Jahre dauert. Und wenn man das Thema Wohnen und Arbeiten in Verbindung sieht, dann weiß man, dass es auch wichtig ist, für Investoren attraktive Städte zu haben. Es geht also nicht darum, jetzt nur planlos abzureißen, sondern dieses Geld so einzusetzen, dass die Bürger sich zu Hause fühlen, dass Investoren kommen und damit auch neue Menschen. Als Vorsitzender des Verbandes haben Sie ja thüringenweit so ein bisschen den Überblick. Wie beurteilen Sie denn den Sachstand bei den Wohnungsgenossenschaften hier in Gera? Ja, also Gera ist sicherlich, was die Lage betrifft, besonders schwierig in der Situation des Leerstandes. Die Genossenschaften haben sich mit den beiden städtischen Gesellschaften zusammen vereint. Man hat einen externen Berater beauftragt, ein Stadtentwicklungskonzept zu erstellen. Wir wissen, dass die Genossenschaften mit diesem externen Berater einen guten Weg gehen. Es kommt jetzt darauf an, eine konzertierte Aktion erfolgreich zu Ende zu bringen. Und wir sind sehr froh, dass die Stadt Gera sich in diesen Prozess auch eingebracht hat. Letzte Frage. Heute Genossenschaftstreffen mit Festprogramm. Wie finden Sie die Veranstaltung? Gefällt es Ihnen? Ja, also man kann der Baugenossenschaft Gera nur ein Kompliment machen. Diese Genossenschaft wird im übernächsten Jahr 95 Jahre alt und sie zeigt, dass genossenschaftliches Leben durchaus modern ist. Also die genossenschaftliche Idee bezeichnen wir als eine immer junge Idee. Sie vereint alt und jung gemeinsam unter einem Dach. Und was die Genossenschaft gerade auch im kulturellen Bereich hier anbietet, in der Betreuung, das ist schon sehr sehenswert. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Beispiel für viele andere Genossenschaften sein kann. Dann wünsche ich Ihnen und Ihren Mitgliedsgenossenschaften noch auf dem weiteren Weg alles Gute und danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Tja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir einiges über den Thüringer Wohnungsmarkt erfahren. Was es sonst noch Neues bei uns im Sendegebiet gibt, erfahren Sie jetzt in den TVO-Nachrichten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Zum Ende des Schuljahres wünscht Kultusminister Dr. Michael Krapp allen Absolventen der Thüringer Schulen viel Erfolg im neuen Lebensabschnitt. Den Lehrerinnen und Lehrern dankte Krapp für ihren Einsatz bei der Bildung und Erziehung der jungen Generation. Dass Thüringer Schulen und Schüler auch im vergangenen Schuljahr in nationalen und internationalen Wettbewerben von sich reden machten, sei der beste Beleg für gute Arbeit. Die Vorwürfe der SPD, Thüringen befinde sich in einer Bildungskrise, bezeichnete Krapp als Schreckensmeldungen. Die Lehrer sollten sich von diesem Gerede nicht die Ferienlaune verderben lassen. Die Klinik für Psychiatrie und Physiotherapie des Waldklinikums Gera feierte am Dienstag ihr zweites Sommerfest. An verschiedenen Ständen konnten zahlreiche Exponate, gefertigt von Patienten, käuflich erworben werden. Außerdem gab es eine Tombola und Musikdarbietungen zu erleben. Mit dem Fest wurde zugleich die neue Tagesklinik der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. 20 Behandlungsräume umfasst die Klinik, ein vergrößertes Raumangebot für Einzel- und Gruppentherapie wurde organisatorisch und räumlich von der stationären Behandlung getrennt und ist seit dem 1. März 2001 in den Routinebetrieb übergegangen. 150.000 Mark hat die Fachhochschule Schmalkalden am Mittwoch vom Thüringer Wissenschaftsministerium erhalten. 90.000 Mark sind für die Erarbeitung von neuen Bachelor- und Masterstudiengängen reserviert. Mit den Mitteln soll an Fachhochschulen auch über Schmalkalden hinaus die Einrichtung innovativer Studiengänge unterstützt werden. Weitere 60.000 Mark erhält die Fachhochschule für Forschungsvorhaben von Frauen, insbesondere in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Dadurch soll mittelbar der Frauenanteil in Forschung und Lehre erhöht werden. Am Rande der Tagung der Arbeitgeberverbände Ostmetall in Magdeburg begrüßen die Vertreter die Einigung über die Fortführung des Solidarpaktes. Ostmetall ist der Zusammenschluss der Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jetzt stünden die Tarifparteien in der Verantwortung, den Aufbau Ost durch verantwortliche Abschlüsse zu flankieren und zu unterstützen. Konkret fordern die Arbeitgeberverbände die zwingende Beibehaltung der 38-Stunden-Woche als einzigen Wettbewerbsvorteil, den die Unternehmen in den neuen Ländern noch haben.
Seit dem vergangenen Samstag kommen Rosenfreunde aus Gera und Umgebung voll auf ihre Kosten. Ein Garten- und Hobbycenter in Gera unterm Haus veranstaltet eine große Rosenschau. Auf ca. 100 Quadratmetern werden ebenso viele verschiedene Sorten angeboten und verkauft, solange der Vorrat reicht. Von der englischen historischen Rose, die vielleicht schon im Mittelalter dem sogenannten Rosenkrieg ihren Namen lieh, bis zur Kletterrose, die heutzutage in kaum einem Garten fehlt, reicht die Palette. Nicht nur für Rosenfreunde ist die Gelegenheit günstig. Getreu dem Motto, sag es mit Rosen. Die Rettungsleitstelle am Hermsdorfer Kreuz soll zum Jahresende schließen. Eine entsprechende Vorlage wird auf dem Kreistag des Saale-Holzland-Kreises verhandelt. Der Beschluss lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Vorlage sieht die Übertragung der Aufgaben der zentralen Leitstelle per 1. Januar 2002 auf die Leitstelle der Stadt Jena vor. Hauptgrund für die geplante Schließung ist das Geld. Rund 1,2 Millionen Mark hat der Saale-Holzland-Kreis allein 2000 insgesamt für den Betrieb der Leitstelle bezahlt. Dem standen lediglich Einnahmen in Höhe von etwa 350.000 Mark aus Erstattungen der Kostenträger gegenüber. Zudem wären in den nächsten Jahren Investitionen in Technik in Höhe von rund 415.000 Mark erforderlich. Zu einem doch recht ungewöhnlichen Vortrag lud am Mittwoch die Kfz-Zulassungsstelle Gera ein. Der 23-jährige Bundeswehrsoldat Thomas Hase berichtete von seinen Erlebnissen, die er von einer dreimonatigen Nordamerika-Reise mitbrachte. Das Ungewöhnliche an der Reise war, dass er diese mit seinem privaten PKW durchführte. Also, ich war 46.500 Kilometer unterwegs in Amerika mit meinem eigenen Auto. Das wurde verschifft von Bremerhaven nach Halifax. Und ich sag mal, ich habe wirklich den ganzen Kontinent durchquert, von der Karibik bis hoch ins polare Alaska. In Hohenleuben-Reichenfels findet an diesem Wochenende das traditionelle Ruinenfest zum 47. Mal statt. Damit gehört es zweifelsohne zu den Volksfesten, die auf die längste Tradition in der Region zurückschauen können. Am Freitag sind Skattunier und ab 20.30 Uhr eine Open-Air-Disco angesagt. Am Samstag sind ab 20 Uhr Sommernachtstanz und später am Abend eine Dessous-Modenschau geplant. Die Eintrittspreise sind mit 5 bzw. 6 Mark moderat. Eine Baustellenampel, welche seit langem Ärgernis für Kraftfahrer und Anwohner ist, soll bis Ende Juli verschwunden sein. Ab dem 28. Juni wird dazu in Eisenberg, Ortsteil Kursdorf, die B7 jedoch voll gesperrt. Ein seit langer Zeit bestehender Erdfall, welcher nun beseitigt wird, ist der Grund für die anstehende Baumaßnahme. Da die zurzeit oberirdisch verlegte Trinkwasserleitung erneuert wird und eine Brücke über die Schadstelle bebaut werden muss, wird nach Angaben der Baufirma mit einer Sperrungsdauer von 6 Wochen zu rechnen sein. Eine großräumige Umleitung wird ausgeschildert. Vom 28. Juni bis voraussichtlich 8. August wird die Ortsverbindungsstraße Zickra-Stelzendorf für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Verlegung einer Trinkwasserleitung. Der Anliegerverkehr ist aus beiden Richtungen bis zur Baustelle frei und in Abstimmung mit dem Baubetrieb möglich. Eine Umleitung ist für die Zeit der Vollsperrung ausgeschildert. Zum Thüringentag Ende September wollen die Gera-Einzelhändler beim Freistaat Thüringen Sonderöffnungszeiten beantragen. Damit sollen Öffnungszeiten am Samstag bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr ermöglicht werden. Zum Thüringentag müsste den Besuchern das Angebot an Waren und Dienstleistungen auch am Wochenende offen stehen, das nutze auch der Innenstadt. Etwas anderes sieht das die Gewerkschaft HBV in der Verdi. Der Thüringentag sei nicht in erster Linie eine Verkaufsveranstaltung. Im Übrigen sei es fraglich, ob die erwarteten Umsätze den personellen Aufwand rechtfertigen. Schließlich würden die Mitarbeiter im Einzelhandel den Thüringentag auch gerne feiern. Nicht in Afrika und auch nicht in der Türkei. Nein, mitten im Holzland und zwar im Gewerbegebiet an der Krümme in Bad Klus-Lausnitz weiden zurzeit Kamele. Sie gehören zum Zirkus Berlin, welcher auf seiner Europatour in unserer Region eine Zwangspause einlegt. Um notwendige Reparaturen am Zelt auszuführen, stellte die Aufbaugesellschaft Ostthüringen das 2000 Quadratmeter große Areal zur Verfügung. Noch bis zum nächsten Wochenende wird der Zirkus dort Station machen und allen Interessierten die Möglichkeit geben, die Tiere zu besichtigen.
zu einem Beachvolleyball-Mixturnierladen am Freitag, den 29. Juni ab 17 Uhr, der Stadtsportbund, der Stadtjugendring Gera, die Polizeiinspektion Mitte und das Jugendamt Gera ein. Im Keimberger Freibad werden die erfolgreichsten Gera-Mannschaften ermittelt. Den Siegern winken kleine Preise. Für Musik, Verpflegung und Spaß ist in der Zeit von 17 bis 21 Uhr gesorgt. Anmeldungen beim Jugendamt der Stadt oder beim Stadtsportbund unter der Rufnummer 831-03-69. Und nun zum Sport. Die Basketball-B-Jungen des 1. SSV Greiz verpassten mit der Niederlage gegen Germina Ilmenau die Spielberechtigung für die Landesliga. Trotz eines sehr knappen Halbzeitstandes von 30 zu 31 Punkten verloren die Greizer am Ende dieses spannenden Spieles recht deutlich. In der kommenden Saison werden die Körbe in der Bezirksliga Ost geworfen. Die Brettschwitzer Pferdesportler errangen bei Turnieren in Odisleben und Niedertrebra insgesamt 5 Siege und mehrere gute Platzierungen. So zum Beispiel gewann Horst Müller die Springprüfung der Klasse A mit seinem Pferd Gerhard. Die Sportschützen des PSV Gera erreichten bei den Landesmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Suhl sehr gute Platzierungen. Der Jugendschütze Markus Naumann holte sich mit der Schnellfeuerpistole und mit der Luftpistole den Meistertitel. Damit konnte er sich neben dem A-Junior Thomas Müller und dem Neuling Sebastian Schramm für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in München qualifizieren. Wetter wird Ihnen präsentiert von Kabel Deutschland. Die TVO-Wettervorhersage für den 28. Juni 2001. Nach dem heißen Siebenschläfertag am Mittwoch wird es am Donnerstag verbreitet Schauer und Gewitter geben. Am Abend lockern die Wolken aber von Westen her wieder etwas auf. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen Werte zwischen 20 und 26 Grad Celsius. Es weht ein meist schwacher Wind aus westlicher Richtung. Weitere Aussichten? In den nächsten Tagen erwartet uns dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Samstagabend ziehen erneut Schauer durch unser Sendegebiet. Am Sonntag ist es wieder meist trocken. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Kabel Deutschland. Veranstaltungstipps werden Ihnen präsentiert vom Hotel am Galgenberg, Thüringer Gastlichkeit und mehr. Es erwartet Sie ein interessantes Wochenende im Engelskeller. Am Freitag spielt die Gera Blues Brigade zwar mit abgespeckter Ferienbesetzung, aber mit doppeltem Elan. Am darauffolgenden Samstag ist dann die Psychedelic Folk Reggae Newcomer Band Strange Brew am Start. Der Abend des 29.06. wird hoffentlich verletzungsfrei ablaufen. Denn an diesem Freitag treffen sich die Skater aus Gera um 21 Uhr zum Nachtskaten auf der Rollschuhbahn. Am Samstag findet in Ronneburg das Bergfest an der Bogenbinderhalle des Bergbauvereins und eine Besichtigung des Revitalisierungsprojektes statt. Im Volkshaus Zwözen gibt es am 30.06. ein Herz für Senioren. Ab 14 Uhr kann dort dann mit einem ansprechenden Programm und jeder Menge Tanz gerechnet werden. Ein Spaß für die etwas ältere Generation. Am Sonntag, den 1.6., begibt man sich im Frauen- und Familienzentrum auf eine musikalische Reise um die Welt. Der Treffpunkt ist in der Vollersdorfer Straße 58. Beginnen wird die zweistündige Reise um 15 Uhr. Gute Nachrichten für unsere Kleinen und auch für die Großen. Am Wochenende findet in Karschwitz das Kinder- und Heimatfest statt. Am Samstag findet anlässlich 40 Jahre Aus-, Fort- und Weiterbildung in Bethesda ein geistliches Konzert in der Schlosskirche Eisenberg statt. Unter dem Motto Lernen miteinander älter werden begleitet der Hermsdorfer Singkreis durch das Programm. In der Hermsdorfer Altstadt lädt der Gasthof zur Linde am Samstag zum Nachmittagsprogramm und zum Tanzabend ein. Am Sonntagmorgen geht es dann gleich weiter mit einem angebrachten Frühschoppen.
Die 20. internationale Oldtimer-Ausfahrt startet am Sonntag auf dem Festplatz am Rathaus. Ein Augenschmaus für alle Fans von alten Autos. Der Weiße Saal im unteren Schloss in Greiz ist am Freitag und Samstag Schauplatz der zweiten Bonsai-Präsentation. Gezeigt werden 15-jährige Miniaturbäume. Geöffnet ist die Veranstaltung an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert die Freiwillige Feuerwehr Dein-Eutersdorf am Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist am Sonntag ab 14 Uhr ein historischer Festumzug durch den Ort. Am Samstag steigt in Zollenroda die Museumsfilmnacht unter anderem mit dem Titanic-Orchester und dem Zollenroda Jazz Ensemble. Populäre Werke von Bach, Mendelssohn, Bartholdy und Widor bringt am Samstag der Greizer Stadtkantor Matthias Grünert in der Kirche St. Marien zu Gehör. Beginn des Konzertes ist 19 Uhr. Im Allgemeinen laufen wir Menschen am Tag sehr viel und sind froh, wenn wir die Füße einmal hochlegen können. Der Österreicher Stefan Horvath hingegen läuft aus Passion und für den Weltfrieden und Völkerverständigung. Ich glaube, es ist nicht nur Wandern. Ich sage ganz ehrlich, ich komme aus Österreich natürlich. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich komme aus Wien. Es können nicht alle auf die Straße gehen und für den Frieden was tun, sondern es müssen auch Menschen geben, die auch arbeiten müssen. Aber ich habe meinen Job aufgegeben und wandere für den Frieden natürlich. Nicht nur für den Frieden, sondern für den Weltfrieden. Auf seiner Tour durch Thüringen machte er auch für 2 Tage im Gerau Hotel Courtyard bei Marriott Station. Hier zeigte man sich, wie vielerorts von seiner Aktion begeistert. Ja gut, die Aktionen sind natürlich für die Friede und die Friede ist natürlich für uns auch sehr wichtig. Wir sind eine ziemlich große Hotelkette natürlich weltweit und wenn weltweit Friede herrscht, dann ist es natürlich auch für die Hotellerie und eigentlich für die Menschheit natürlich ausgezeichnet. Und dementsprechend freuen wir uns, dass er natürlich hier ist. Also wir werden auf jeden Fall ihn unterstützen. Erstens freuen wir natürlich, dass er hier in Gera ist. Wir werden ihn auch weiter unterstützen. Er übernachtet hier bei uns zurzeit, wird in seiner Reise rund um die Welt auch durch Courtyard bei Marriott unterstützt, sodass er auch in andere Hotels, wenn er da langkommt, übernachten. Wir haben glücklicherweise auch noch ziemlich viele Decken hier im Hotel, die er auch gebrauchen kann für Hilfe weltweit, da wo es notwendig ist. Und dementsprechend werden wir ihn auch unterstützen. Für das Hotel Courtyard bei Marriott war es eine Selbstverständlichkeit, den Weltfriedenswanderer bei seiner Aktion zu unterstützen. Seit Jahren wandert Stefan Horvath durch die Welt, war in Krisengebieten und selbst in Kriegsgefangenschaft. Hat seine Mission dennoch etwas gebracht? Es wird nicht mehr belächelt. Das war am Anfang. Wissen Sie, wenn Sie eine Karriere starten und Sie sagen jetzt, ich bin der Weltfriedenswanderer, der so viele Kilometer, das ist nur am Anfang die Spirale. Aber ich glaube, wenn man dann in den Jahren unterwegs ist und Leistungen gebracht hat, was tun Sie für den Weltfrieden? Wo gehen Sie hin? Wem helfen Sie? Da wird man dann schon ernst genommen. Also Sie sind kein Spinner mehr, so wie früher. Es geht ja darum, dass man nicht nur für den Frieden unterwegs sein soll, sondern auch einen festen Boden damit hat und sagt jetzt, da, okay, was tust du aus Gegenleistung für den Frieden? Also ich bin 92 nach Ruanda gekommen, ich habe also 92 praktisch nach Bosnien gekommen und habe dort geholfen in Kroatien, so wie jetzt 94 in Ruanda. Und das sind Leistungen, die ich bringe, dass ich Medikamententransporte mache, dass keine Organisation dahinter steht in den 12 Jahren. Praktische Hilfe zu leisten ist Stefan Horvaths eigentliche Mission. Sein jüngstes Projekt führt ihn nun nach Bulgarien. Das ist jetzt so fair. Also die Kinder fragen ja natürlich immer wieder, wann kommt der Weltfriedenswanderer. Ich war schon voriges Jahr in Sofia. Und das ist ein Kinderheim, das was sehr schlimm ausschaut. Also das ist ein Spielplatz, wo also der Rasen genäht werden muss und Jalousien in den Fenster rein muss. Und die Kinder brauchen Windeln. Das sind 3-jährige Kinder, die elternlos sind und die unterstütze ich natürlich. Die Kilometer hat der 43-jährige sonnengebräunte Mann nicht gezählt. Und auch sonst kommt er ohne Organisation aus. Ich sage einfach, es kann jeder was tun, was Gutes. Und ich habe mehr als wie genug getan auf dieser Welt. Und ich meine, ich möchte ja auch damit auch beweisen, dass jeder Einzelne was tun kann für den Frieden und Toleranz zeigen kann. Und auch Kindern helfen kann. Und da muss man nicht eine Organisation mit Verwaltungsapparaten haben. Nein, habe ich kein Interesse. Der schönste Dank ist, dass ich immer wieder irgendwo bin und helfen kann. Das ist der schönste Dank, den ich wieder aus Berufung sehe. Und dass ich immer wieder zurückkehren kann in meiner Heimatstadt oder irgendwo zu den Leuten, die mich kennen und sagen kann, ich habe wieder was erreicht. Und der schönste Dank ist die Gesundheit,
Der schönste Dank ist, wenn ich Menschen habe und dich überzeugen kann mit meiner Kraft und meinem Idealismus. Und der schönste Dank ist, dass ich lebenlang meine Mission machen kann. Reisende kann und soll man nicht aufhalten. Und so machte Stefan Horvath nach 2 Tagen das, was er seit Jahren tut. Wandern für den Frieden und die Völkerverständigung. Über einen Mangel an Arbeit müsste man sich in Thüringen eigentlich nicht beklagen. Wollte man zum Beispiel alle Altbauten so liebevoll sanieren wie diesen Block hier hinter mir. Wie kann es also sein, dass es trotz all dieser Arbeit so viele Arbeitslose gibt? Das ist ein klarer Fall für unser Arbeitsmarktmagazin. TVO, das Arbeitsmarktmagazin, dazu herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch, neue Berufe entstehen, Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigungen oder auch Zeitarbeit kommen derzeit in Mode oder besser auch gesagt sind die Trendsetter für eine optimale Anpassung und Ausnutzung überhaupt eine Beschäftigung zu erhalten, auszuführen und für sich zu nutzen. Mit diesem Wandel beschäftigen sich nicht nur Arbeitssuchende, auch Spezialisten sind gefragt, denn die Reaktionen auf diesem Markt sind sehr unterschiedlich. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, Informationsdefizite im Bereich der neuen Berufe klar herauszustellen. Für diese Themen heute zu Gast begrüßen wir vom Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft und Arbeitgeberverbände recht herzlich willkommen, Herr Arndt Starke. Des Weiteren vom Arbeitsamt, seines Zeichens Berufsberater. Herzlich willkommen, Herr Dieter Voss. Herr Voss, neue Berufe. Für viele besteht da nur eine vage Vorstellung von dem, was sie wirklich sind. Oft ist es auch mit der Einstellung verbunden. Das hat was mit moderner Technik zu tun. Da habe ich wenig Chancen. Vielleicht habe ich auch nicht das richtige Alter dafür. Was genau sind denn die neuen Berufe? Neue Berufe haben etwas mit Technik zu tun, mit Informatik. Und sehr viele Berufe haben wir auch im kaufmännischen Bereich, die gerade in den letzten Monaten neu in den Medien erschienen sind. Das wäre zum Beispiel der Kaufmann im Gesundheitswesen, der Sport- und Fitnesskaufmann oder auch der Veranstaltungskaufmann. Das wären 3 Berufe, die in letzter Zeit neu, wirklich neu sind und von denen sowohl unsere Jugendlichen als auch die Wirtschaft, das erfahren wir immer, wenn wir unsere Beratung durchführen, noch sehr wenig Kenntnis genommen haben. Und wir versuchen halt mit unserer Berufsberatung den Jugendlichen deutlich zu machen, welche Chancen, welche Möglichkeiten es in diesen Berufen gibt für sie. Welche Voraussetzungen brauche ich für einen solchen neuen Beruf? Also vom Gesetzgeber sind für diese Berufe keine bestimmten Voraussetzungen vorgegeben. Das heißt also, dass man sowohl mit dem Hauptschulabschluss als auch mit dem Realschulabschluss, mit der Fachhochschulreife als auch mit der allgemeinen Hochschulreife diese Berufe erlernen kann. Das wäre die eine Seite. Wir haben jedoch auch dann die Seite der Arbeitgeber, die maßgeblich bestimmen, mit welchen Voraussetzungen man in dieser Firma anfangen kann. Und das heißt, dass wir ausgehend vom Ausbildungsstellenmarkt natürlich sehen müssen, dass, wie es jetzt momentan bei uns ist, die Jugendlichen schon Schwierigkeiten haben, mit einem geringeren Schulabschluss eine Ausbildung in diesen Berufen aufzunehmen. Weil Angebot und Nachfrage bestimmen nun mal den Preis. Und da hat man mit einem schlechteren Schulabschluss auch schlechtere Chancen. Sind denn diese Anforderungen, die dann gestellt werden, aufgrund der Arbeitsmarktlage dann auch wirklich so erforderlich? Wenn wir jetzt die Berufe in der Informatik nehmen, dann heißt es natürlich, dass man schon einen höheren Schulabschluss braucht, zumindest den Realschulabschluss und insbesondere gute Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern oder auch Deutsch und Englisch wird vielfach gefragt. In den kaufmännischen Berufen, sprich auch Veranstaltungskaufmann oder Fitness und Sport- und Fitnesskaufmann, ist es halt so, dass es maßgeblich auf Deutsch und Englisch ankommt, aber auch Mathematik. Und hier vorrangig nur ältere Jugendliche eingestellt werden, weil dort sehr viel Kommunikation zu betreiben ist. Das heißt, man muss sehr viel verhandeln können und das erwartet man ganz einfach von einem 16-Jährigen noch nicht und führt halt dazu, dass auch von Seiten der Arbeitgeber eher ältere Jugendliche eingestellt werden. Wenn das dementsprechende Alter vorhanden ist, sagen wir mal ab 18 Jahre, ab 18 Jahren hat ja der Arbeitgeber dann auch bessere Möglichkeiten, die Arbeitskraft einzusetzen. Das ist richtig.
Ja, allein das Jugendarbeitsschutzgesetz gestattet es ja nicht, dass Jugendliche, wenn sie noch das 18. Lebensjahr nicht erreicht haben, über einen längeren Zeitraum arbeiten dürfen. Das heißt, sie dürfen maximal 40 Stunden die Woche arbeiten. Und das führt halt dazu, dass der Arbeitgeber eben sagt, ich stelle lieber jemand ein, der 18 ist und habe damit die Chance, auch die Bestimmung des Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht einzuhalten. Ein anderes Kriterium ist die Mobilität. Wenn man 18 ist, kann man die Fahrerlaubnis machen und ist damit auch für den Arbeitgeber interessanter, man ist mobiler. Wenn ich die Voraussetzungen für einen solchen Beruf noch nicht besitze, welche Möglichkeiten habe ich, diese zu erwerben? Also eine wichtige Voraussetzung wäre, dass ich mir überlege, eventuell weiter zur Schule zu gehen. Ja, also ich empfehle meinen Jugendlichen, darüber nachzudenken, die Möglichkeiten, die es gibt, zum Erwerb der Fachhochschulreife, zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zu nutzen. Wir haben hier in Gera verschiedene Möglichkeiten. Das wären die Fachoberschulen, es wären die beruflichen Gymnasien. Wir haben allerdings auch die Möglichkeit, an höheren Berufsfachschulen seine Chancen für eine berufliche Ausbildung zu verbessern. Höhere Berufsfachschulen sind Möglichkeiten, wo man staatlichen Abschluss erwerben kann, plus Fachhochschulreife. Und damit erfüllt man dann wieder recht gut die Voraussetzungen, die auch unsere Arbeitgeber stellen. Telearbeit. Vielerorts besteht da die Vorstellung bei den Menschen, es sei ein sehr harmonischer Job. Es wäre ein Job, den man von zu Hause aus übt. Man braucht nur ein paar wenige Stunden zu arbeiten. Man kümmert sich nebenbei um das Kind und man teilt sich die Zeit selbst ein. Was ist wirklich dran an einem Telearbeitsplatz? Ja, Telearbeit ist erstmal eine Arbeitsform. Und reine Telearbeit wird sich in der Wirtschaft sowieso kaum durchsetzen, sondern mehr Mischformen von alternierender Telearbeit, weil ja der Arbeitgeber sich von der Telearbeit verspricht einerseits, dass er Investitionen einspart für Büroarbeitsplätze, aber andererseits auch, wenn er mit nicht Festangestellten arbeitet, beispielsweise dort für bestimmte Projekte Aufgaben vergeben kann. Die Telearbeit ist natürlich zuerst für solche Menschen gedacht, die durch beispielsweise soziale Belange, Kinderbetreuung, Arbeit mit Beruf und Familie sehr gut miteinander vereinbaren können. Das hat Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile, dass der Telearbeiter in dieser Arbeitsform natürlich die sozialen Kontakte wie in einem Unternehmen nicht besitzt. Deshalb ist es eigentlich immer wichtig, bevor man Telearbeit als Arbeitsform beginnt, dass man erstmal über eine entsprechende Kernkompetenz in einem beruflichen Umfeld verfügt, also beispielsweise ein Designer oder ein CAD-Spezialist oder die Bürokauffrau, die bestimmte Arbeiten in Word und Excel für ein Unternehmen durchführt, aber auch höherwertigere Aufgaben beispielsweise in der Konstruktion, die ich dann zu Hause durchführe und dann über entsprechende Medien wie E-Mail oder Netmeeting dann mit dem Arbeitgeber kommunizieren kann. Man muss das noch erweitern, dass natürlich auch Telearbeit in alternierender Form auch für den, der bei dem Kunden vor Ort mit dem Laptop beispielsweise unterwegs ist, dort per Internet eine Kommunikation zu seinem Unternehmen herstellen kann und damit natürlich auch diese Form der Telearbeit nutzt, obwohl er dann alternatieren zwischen dem häuslichen Arbeitsplatz, zwischen dem zeitlich begrenzten Arbeitsplatz im Unternehmen und natürlich dann beim Kunden verbringt. Sie sagten anfangs, die reine Telearbeit wird sich hundertprozentig nicht so durchsetzen. Wie zukunftsorientiert aber sind denn diese Telearbeitsformen? Also Telearbeit durchzuführen, ob in reiner oder in alternierender Form, ist immer gebunden an eine Kompetenz, die man Telekooperation nennt. Das heißt also, er muss mit EDV, mit IT-Medien perfekt umgehen können. Und das ist inzwischen eine grundlegende Kompetenz für die Arbeitnehmer geworden, die man eigentlich schon zur Schlüsselqualifikation zählen kann. Also Online-Kompetenz, IT-Kompetenz, mit dem EDV umgehen zu können, mit dem Internet umgehen zu können und mit diesen Medien auch als Instrument zur Realisierung der Arbeitsaufgaben umgehen zu können. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Kompetenz, also Telekooperation, sich auf jeden Fall sehr stark entwickeln und entfalten muss, ohne dass immer sofort die reine Form einer Telearbeit entsteht.
Dann gibt es natürlich auch Vorbehalte, die auch etwas mit unserer Mentalität zu tun haben. Beispielsweise ist in den USA die Arbeitsform Telearbeit weitaus mehr verbreitet als hier in der Bundesrepublik. Und das muss man natürlich zur Kenntnis nehmen und solche Besonderheiten muss man auch akzeptieren. Kann man in diesem Bereich auch noch Aufklärungsarbeit leisten? Jawohl, wir können Aufklärungsarbeit leisten und wir sind auch dabei, als Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft solch ein Projekt, ein Modellprojekt mit dem Arbeitsamt Gera zu vereinbaren, um dort Telearbeit als Arbeitsform für Unternehmen und potenzielle Arbeitnehmer bezüglich Informationsmaterial dazu beizutragen, um diese Arbeitsform mehr publik zu machen. Sie haben uns jetzt richtig neugierig gemacht auf diese Telearbeitsformen. Einiges haben Sie schon erwähnt. Wo gibt es diese Arbeitsformen und für welche Altersgruppen sind diese bestimmt? Also die Arbeitsform Telearbeit ist erstmal altersgruppenunabhängig. Ich kann diese Arbeitsform als junger Mensch, als Familie, dort wo Kinder vorhanden sind, ich kann sie auch als älterer Arbeitnehmer durchführen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Bereiche, die sind eigentlich fast grenzenlos, kann man sagen. Es geht nur darum, dass erstmal der Wille des Unternehmens da ist, solch eine Arbeitsform mit dem Arbeitnehmer oder einem Freiangestellten oder Freiberuflichen einzugehen. Und andererseits müssen natürlich Effekte für das Unternehmen entstehen, denn Effekte, die betriebswirtschaftlich für ihn günstig sind. Also gleichbedeutend gesagt, für Unternehmer, die sich in diesen Bereich hineinbegeben wollen und auch dem Arbeitssuchenden auf diesem Gebiet, sind Sie der richtige Ansprechpartner. Ich glaube, wir machen selbst ein Projekt, führen das seit 8 Monaten erfolgreich durch. Meine Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre hilfreichen Informationen und ich denke, dass wir getrost auch in die Zukunft schauen wollen. Dankeschön. Am letzten Wochenende wurde im Hotel am Galgenberg zünftig gefeiert. Herr Theil, was gab es denn zu feiern? Ja, wir führen seit vergangenem Jahr einen Genossenschaftstag und anlässlich dieses Tages führen wir unsere jährliche Hauptmitgliederversammlung durch. Und da haben wir ein ganzes buntes Tagesprogramm zusammengestellt. Jetzt hört sich für mich ja Mitgliederversammlung oder auch Genossenschaftsversammlung erstmal nach fürchterlich trockenem Zusammensitzen und Tagung, Tagesordnung und so weiter an. Wie ist es denn abgelaufen? Ja, die Mitgliederversammlung selbst ist freilich ein Rechenschaftlegen für den Mitgliedern. Wie sehen Gewinn-Verlustrechnungen aus? Und die Bilanzen werden eingesehen, notfalls Satzungsänderungen vorgenommen. Wir haben uns auch dieses Jahr gefreut, dass unser Verbandsdirektor der Thüringer Wohnungswirtschaft, Herr Nareike, anwesend war und der Einladung folgen konnte. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Von 10 bis 12 wurde sie im Hotel im Saal vorgenommen. Und wenn gearbeitet wird, dann muss natürlich anschließend auch ausgiebig gefeiert werden. Was hatten Sie denn so ein Programm alles vorbereitet? Im Anschluss daran hatten wir unser Galgenberger Sommerfest im Festzelt bei einer Bier, einer guten Rostbratwurst, sonstige Rostbrätel vom Grill, ein bisschen Sauerkraut. Nachmittags war Kuchenbazar mit unserer Bäckerin. Wir haben seit April selbst gebackenen Kuchen. Und natürlich eine kleine Bingo-Show, gab es die unterschiedlichsten Preise zu gewinnen, vom Galgenvogel als Zong sozusagen bis hin für Essengutscheine und Sekt. Und natürlich von der Kindervereinigung war auch das Spielmobil da mit einer Bastelshow und allen möglichen. Ein bisschen kleiner Spaß für unsere Kinder, für unsere Jüngsten. Jetzt habe ich noch gehört, dass es dann am Abend richtig rund gegangen ist, da wurde nämlich das Tanzbein geschwungen. Was können Sie mir denn darüber erzählen? Tja, zu unserem Genossenschaftstag gehört auch der Genossenschaftsball. Für eingeladene Mitglieder mit ihren Partnern und Begleitung. Es wurde ein einstündiges Unterhaltungsprogramm, ein sehr schönes. Es war anwesend der Tanzkreis Brillant. Dann die Kindervereinigung e.V., eine Tanzgruppe von der Kindervereinigung, die New Line Dance Company und eine Stepptanzgruppe. Und im Anschluss daran Tanz und ein wunderschönes mediterranes Buffet. Jetzt ist es ja fast schon ein guter Brauch, dass bei einem Ball auch für einen wohltätigen Zweck gestiftet oder gespendet wird. Wer war denn in diesem Fall der Glückliche? Ja, wir haben uns zum Ball, also zum Tanzabend, haben unsere Genossenschaftsmitglieder sich eifrig an der Tombola beteiligt, sind fast 500 Mark zusammengekommen. Und dass die Sache ordentlich rund wird, hat der Vorstand noch ein bisschen was draufgelegt.
sodass es 1000 Mark wurden und die konnten heute der Kindervereinigung e.V. der Frau Schramm überreicht werden. Für einen guten Zweck, für unsere Jüngsten, ich denke, das ist keine Investition zu viel. Das ist sicherlich richtig, eine Investition in die Zukunft. Mal auf die Vergangenheit zurückgeblickt. Die Gera Baugenossenschaft gibt es ja jetzt seit 1908. Wie schätzen Sie denn die Zukunftsperspektiven Ihrer Genossenschaft ein? Tja, also wenn wir weiter es verstehen, unsere Genossenschaft immer attraktiv zu gestalten, weiter auszustalten, sollte es uns um die Zukunft nicht bange sein. Wir haben seit 2000 begonnen, unsere Anteile mit 4% zu verzinsen. Das ist sicher ein wichtiger Baustein dafür. Ein weiteres sind sicherlich Bekleidung von Begegnungsstätten, Serviceangebote, Mitgliedskartenerstellung, auch über unser eigenes genossenschaftseigenes Hotel am Galgenberg, mehrfach schon drüber gesprochen, sind wir auch da in der Lage, für unsere Mitglieder was Positives zu tun. Über die Probleme auf dem Thüringer Wohnungsmarkt haben wir ja vorhin im Gespräch einiges erfahren und auch darüber, dass die Bundesregierung da jetzt was unternehmen will. Aus einem sehr viel erfreulicheren Grund war Bundeskanzler Schröder am Dienstag in Jena. Die Jenoptik feierte ihr 10-jähriges und TVO war für sie dabei. Der folgende Beitrag wird präsentiert vom BEK Autohaus Thüringen, Gera, Keplerstraße 11. Am Dienstag wurde in Jena gefeiert. Grund für die Feierstimmung? Die Jenoptik AG blickt auf ihr 10-jähriges Jubiläum zurück. Welche Rolle dieses Unternehmen nicht nur in Thüringen spielt, zeigte die Gästeliste. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft waren der Einladung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Lothar Späth gefolgt. Aber wie bewertet der Gastgeber selbst das eigene Jubiläum? Die ersten 10 Jahre waren so 7 Jahre durch die Wüste und jetzt haben wir 2, 3 Erfolgsjahre. Aber das ist alles schon von gestern. Für uns ist viel wichtiger, wir laufen die nächsten 10 Jahre und das sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir kommen gut voran. Sogar Bundeskanzler Schröder ließ die Regierungsgeschäfte einige Stunden ruhen, um dem Festakt beizuwohnen. Lothar Späth schilderte in seiner Ansprache den schweren Weg vom VEB Carl Zeiss Jena zur Jenoptik AG. 16.000 Mitarbeiter mussten gekündigt werden, damit 10.000 andere eine Chance hatten. Dabei beschritt er ungewöhnliche Wege, denn sehr früh hatten wir eine Erkenntnis, die andere leider sehr viel später hatten, übrigens auch große Teile der Politik. Dass nämlich eine falsche Grundüberlegung war, der Meinung zu sein, wir bauen zuerst die alten Strukturen, das heißt die alten Technologien, erwecken wir zu neuem Leben und auf denen bauen wir dann neue Strukturen auf. Falsch. Wir haben viel zu viel Geld ausgegeben. Ich sag mal, um große Industrieleichen vor dem Friedhof hin und her zu fahren, um sie dann doch der Grablegung zuzuführen. Jetzt ist die Jenoptik AG auf 4 Geschäftsfeldern erfolgreich. Reinraumtechnik für Chipfabriken, Lasertechnik, Elektromechanik und Venturekapital. Für Ministerpräsident Vogel ist das 10-jährige von Jenoptik deshalb etwas Besonderes. Weil eben hier besonders Vorbildliches, weil mit einem Wort Großartiges geleistet worden ist. Er fasste die Entwicklung dieser 10 Jahre zusammen. Vor dem Eingang der Konzernspitze steht seit Jahrzehnten der Satz per aspera ad astra über raue Pfade zu den Sternen, wie man es frei übersetzen kann oder noch freier, vom maroden Staatsbetrieb zum Global Player. Glückwünsche gab es auch von Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dass diese 10 Jahre deutsche Erfolgsgeschichte auch die Erfolgsgeschichte von Lothar Späth sind. Und ich denke, das kann gerade jemand sagen, der sich zu allen möglichen, manchmal sogar zu allen unmöglichen Zeiten mit eben diesem Lothar Späth nicht nur gut verstanden, sondern gelegentlich auch schwer gefetzt hat. Die Lebensleistung nach einer glanzvollen politischen Karriere hier in Thüringen das Maß an Aufbauarbeit zu leisten, das geleistet worden ist. Ich denke, diese Lebensleistung lässt sich nicht hoch genug einschätzen.
Nach dem Festakt ging es dann in die Stadt und Jena feierte bis in den späten Abend. Tja, liebe Zuschauer, meine Sprechzeit ist jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und Sie haben auch wieder viel Neues erfahren können. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn Sie auch zur nächsten Ostthüringen-Show wieder reinschauen. Bis dahin, tschüss.